Leute, im Moment sind ja solche Basic-T-Shirts mit Aufdrucken total im Trend. Die können aber teilweise echt viel Geld kosten und ich möchte euch heute eine mega coole Methode zeigen, wie ihr diese T-Shirts mit wenig Geld und wenig Materialien selber machen könnt. Und zwar habt ihr wahrscheinlich alles, was ihr dafür braucht, schon zu Hause rumliegen, denn ihr braucht eigentlich nur ein normales T-Shirt, eine Serviette, ja, etwas Frischhaltefolie, ein Bügeleisen und Backpapier. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie ihr solche T-Shirts selber machen könnt. Und ich würde sagen, los geht's! Das erste T-Shirt, was ich gemacht habe, ist mit Mini-Flamingos. Total süß, denn ich habe diese Servietten beim Rossmann gefunden für 99 Cent. Und davon nehmt ihr euch eine und trennt dann die oberste Schicht von der Serviette, wo der Print drauf ist, ab, sodass ihr einfach nur noch dieses ganz dünne Papier übrig habt. Dann müsst ihr euer Motiv, in meinem Fall jetzt halt ein Flamingo, schön ordentlich ausschneiden. Je genauer ihr ausschneidet, desto schöner sieht es dann letztendlich auf dem T-Shirt aus. Es ist aber ein bisschen schwierig, wenn man so kleine Motive nimmt. Also ich würde euch eher raten, etwas Größeres auszusuchen, aber trotzdem ist das ganz gut geworden. Auf ein Stück Frischhaltefolie habe ich die ausgeschnittenen Flamingos gelegt und darüber habe ich dann nochmal ein Stück Frischhaltefolie gegeben. Dann solltet ihr das Ganze ein bisschen andrücken, damit das aneinander kleben bleibt und dann müsst ihr einfach die Motive nochmal ausschneiden. Achtet darauf, dass ihr so ein bisschen Rand lasst um das Motiv herum, damit sich das einfach gleich später mit dem T-Shirt besser verbindet. Dann muss man sich überlegen, wo man die Motive letztendlich aufbügeln möchte auf dem T-Shirt. Und wenn ihr euch dann entschieden habt für einen Platz, nehmt ihr ein Stück Backpapier und bügelt das Motiv dann einfach so darauf. Ich habe zuerst ein bisschen zu kurz gebügelt, dann kann sich das wieder ablösen, aber ihr solltet auf jeden Fall so lange bügeln, bis die Frischhaltefolie einfach gut geschmolzen ist und sich mit dem T-Shirt verbunden hat. Ja, und ihr solltet auf jeden Fall auch immer das Motiv erstmal abkühlen lassen und erst dann das Backpapier abziehen, nämlich sonst kann das so ein bisschen Fäden ziehen und wird dann nicht so schön. Ja, und dann sind wir auch mit dem ersten T-Shirt schon fertig und das war jetzt eigentlich auch schon das Schwierigste, weil das Motiv einfach am kleinsten war. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblings-T-Shirt aus diesem Video, denn im Moment sind ja solche Rosenprints und Rosenstickereien total im Trend und ich habe diese Rosenserviette im Rewe gefunden und da habe ich dann ganz einfach diese große Rose richtig schön präzise ausgeschnitten und das gleiche gemacht wie eben auch, die auf Frischhaltefolie gelegt, nochmal Frischhaltefolie drüber, das Ganze dann wieder ausgeschnitten mit einem kleinen Rand und dann habe ich das Ganze einfach auf die Höhe meiner Brust auf der einen Seite von dem T-Shirt aufgebügelt. Dieses Mal habe ich so ein bisschen weiteres T-Shirt dafür genommen mit einem V-Ausschnitt, weil ich das einfach richtig schön finde, wenn man so ein lockeres weißes T-Shirt hat mit so einem schönen Print darauf. Und mein Lieblingspart bei diesen Do-It-Yourself-T-Shirts war auf jeden Fall immer das Backpapier abzuziehen, um dann zu sehen, wie schön sich einfach diese Serviette mit dem T-Shirt verbunden hat. Und ja, das hier ist auf jeden Fall mein Lieblings-T-Shirt von allen. Kommen wir jetzt einfach mal zu einer etwas lustigeren Variante und zwar mit Burgern. Ich habe nämlich auch im Rewe diese Burger-Serviette gefunden und ich dachte mir, das wäre richtig witzig, wenn man einfach so ein Burger-T-Shirt macht. Die Burger habe ich natürlich wieder ausgeschnitten und ihr wisst ja mittlerweile, wie das funktioniert. Und die zwei Burger habe ich dann so platziert, dass sie so ungefähr auf der Höhe der Brüste sind. Fand ich ziemlich witzig, weil es im Moment ja solche T-Shirts ganz häufig in den Läden zu kaufen gibt. Ja, die habe ich natürlich wieder aufgebügelt und dann dieses Backpapier abziehen, Leute. Ich liebe das. Das hat immer am meisten Spaß gemacht. Ja, und dann ist auch schon dieses T-Shirt fertig. Ich habe das hier einfach mal so geknotet, weil das ist eigentlich ein Männer-T-Shirt. Habe ich bei Taco gekauft für sehr wenig Geld. Und ich habe auch noch so ein bisschen die Ärmel hochgekrempelt. Ja, ich finde das T-Shirt ziemlich cool. Ist Geschmackssache, aber ist auf jeden Fall ganz witzig. I'm a gorilla. Wenn ihr nicht so gerne Burger mögt, könnt ihr natürlich auch einfach ein Cupcake-T-Shirt machen. Und hier habe ich auch wieder eine Serviette im Rossmann gefunden, mit kleinen Cupcakes drauf, fand ich mega süß. Die habe ich natürlich wieder ausgeschnitten, war wieder ein bisschen schwieriger, weil die halt so klein sind. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, einfach ein großes Motiv daraus zu machen und nicht drei kleine. Ja, und das habe ich dann ganz einfach wieder auf mein T-Shirt drauf gebügelt und auch das ist wieder super schön geworden. Ich bin echt begeistert von dieser Technik und was man da einfach alles an T-Shirts und anderen Sachen designen kann, ist einfach mega. Und ich glaube, ich werde demnächst echt häufiger nach schönen Servietten Ausschau halten, weil man einfach so coole T-Shirts damit machen kann.
Ich finde, diese Serviettentechnik ist echt eine mega coole, einfache und auch günstige Art und Weise, wie man T-Shirts selber designen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, welches T-Shirt euch am besten gefallen hat. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir. Das wäre cool. Ja, hier unten sind noch meine letzten beiden Videos verlinkt. Da könnt ihr gerne reinschauen. In der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Ciao!